Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute ganz leckere Flammkuchen zusammen. Und Flammkuchen haben ein paar ganz tolle Vorteile. Der eine ist, wir brauchen keine Hefe für den Teig, was in der jetzigen Zeit sehr gut ist, denn ich habe schon lange keine mehr gesehen im Supermarkt. Und der zweite große Vorteil ist, es geht einfach wirklich sehr schnell und einfach. Das heißt, wir können auch mal ganz spontan einen Flammkuchen essen, wenn uns danach ist, denn der Teig muss nur eine halbe Stunde ruhen und dann ist er einsatzbereit. Und es ist wirklich so einfach, dass man da eigentlich gar nichts falsch machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Unser Flammkuchenteig ist denkbar einfach. Wir brauchen dafür 250 Gramm Wasser. Das kann kalt sein, das kann lauwarm sein, sollte nicht heiß sein. Dann habe ich hier 10 Gramm Salz. Die lösen wir jetzt einfach erstmal auf. So, und darin gebe ich 4 Esslöffel Olivenöl. Ihr könnt auch normales Öl nehmen, Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Ich finde Olivenöl vom Geschmack her besser. Das entspricht 20 Gramm bei mir. Und darin geben wir 500 Gramm Weizenmehl Typ 550. 405 geht natürlich auch. Ihr könntet das auch mit dem Dinkelmehl Typ 630 machen. So, und dann müssen wir das nur noch verkneten. Ich mache das jetzt hier in dem Fall von Hand. Aber natürlich könnt ihr auch eine Küchenmaschine verwenden, wenn ihr eine zu Hause habt. Wichtig ist, bei allen Teigen, die dehnbar sein sollten nachher oder die man ausziehen will, dass man den Teig gut knetet. Denn dann entwickelt sich das Klebeeiweiß und dann kann ich den Teig auch schön ausrollen nachher. Also mit dem Teig kann man wirklich nichts falsch machen. So, knetet ihn schön. Ich ziehe ihn dafür immer so ein bisschen auf der Arbeitsfläche entlang. Dadurch entwickelt sich dieses Klebeeiweiß gut. So ist ein bisschen Arbeit, also 5 Minuten solltet ihr den Teig auf jeden Fall kneten. Genauso in der Küchenmaschine geht das auch nicht schneller. Der muss wirklich ganz elastisch werden. Das ist wirklich wichtig, dass ich nachher einen schönen Flammkuchen bekomme. Ja, tobt euch hier richtig aus. Wenn ihr den Teig so weit habt, dass er so aussieht, dass er schön elastisch ist, dann wird es Zeit, ihn ruhen zu lassen. Dafür schlage ich ihn am liebsten in eine Frischhaltefolie ein. Ihr könnt ihn aber auch in eine Tupperdose zum Beispiel packen. Es ist nur wichtig, dass die relativ klein ist, also dass möglichst wenig Luft an den Teig kommt. Denn sonst trocknet der uns aus. So. So lassen wir den jetzt erstmal eine gute halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Das sorgt dafür, dass sich das Klebeeiweiß im Teig noch mehr entwickeln kann. Der Teig wird dadurch deutlich elastischer, viel einfacher auszurollen. Und dadurch macht ihr euch einfach das Leben leichter durch diese Ruhephase. Hat also nichts mit gehen lassen zu tun, sondern da geht es wirklich nur um das Klebeeiweiß. Wie beim Nudelteig im Prinzip auch. Als Soße für unsere Flammkuchen nehme ich hier ganz einfach Creme Fraiche. Die würze ich ein bisschen Salz und Pfeffer. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, nehmt ganz normale Creme Fraiche mit 30% Fett. Alles andere kann euch passieren, dass es beim Backen im Ofen nicht allzu schön aussieht nachher. So, der Klassiker ist natürlich Elsässer Flammkuchen mit Speck und Zwiebeln. Wir machen heute mit Spargel und Serrano-Schinken und einen mit Birne und Ziegenkäse. Ich nehme hier grünen Spargel. Den muss man nicht schälen. Man bekommt den im Restaurant zwar oft geschält, das ist aber eigentlich nur eine optische Geschichte. Das Einzige, was ich schäle, ist hier so das Endstück, denn das ist manchmal ein bisschen holzig. Den schäle ich. Und das war's. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr wolltet, hier diese Rispen abmachen. Aber auch die, finde ich,
stören nicht wirklich beim Essen. Deswegen schäle ich in dem Fall wirklich nur das Endstück so ein bisschen. Und den Rest lasse ich einfach so, wie er ist. So, das Endstück schneide ich mir so ein bisschen runter. Da könnt ihr wirklich probieren, nehmt einfach wirklich das, was holzig ist. Und dann schneide ich mir den so ein bisschen schräg runter, schön dünn. Und die Spitzen lasse ich so, wie sie sind. Die halbiere ich mir nur noch mal. So, den Spargel brate ich einfach kurz ein bisschen an in der Pfanne mit ein bisschen Öl. Ihr könnt ein ganz normales Sonnenblumenöl nehmen. Dann würzen wir uns das Ganze gleich ein bisschen mit ein bisschen Salz. Und noch ein bisschen Pfeffer. Das muss hier gar nicht übermäßig lange braten. Es soll nur ein kleines bisschen Farbe annehmen. So, wenn der Spargel so ein bisschen Farbe angenommen hat, geht der auch gleich wieder auf den Teller. Check. So, jetzt ist es soweit, dass wir das ausrollen können. Ihr bekommt hier aus diesem Rezept 4 Flammkuchen. Ihr könnt den Teig auch noch bis zum nächsten Tag aufheben, das ist gar kein Problem. So, ich teile mir das jetzt hier einfach mal eine Hälfte durch. Den packe ich erstmal wieder ein. Den halbiere ich auch nochmal. Den Teig, den ihr gerade nicht verwendet, solltet ihr immer wieder einpacken, dass der nicht eintrocknet. So, jetzt müssen wir das Ganze ausrollen. Dafür könnt ihr entweder hier so einen Ausrollstab oder Nudelholz nehmen, was ihr eben da habt. So, wir brauchen jetzt hier nicht allzu viel. Wir nehmen ein bisschen Mehl zum Ausrollen. Je nachdem, welche Form ihr machen wollt, rund oder quadratisch. Quadratisch ist immer am einfachsten. So, und dann rollen wir uns das Ganze so dünn wie möglich aus. Also wirklich je dünner, umso besser. Muss es nicht sein wie eine Nudel. Aber damit der Teig schön knusprig wird, muss er wirklich relativ dünn ausgerollt werden. Den Ofen solltet ihr jetzt schon vorheizen. Ich habe meinen auf 250 Grad. Ober-Unterhitze. Wenn ihr einen Pizzastein oder einen Pizzastahl benutzt, ganz genauso, dann lasst ihn mindestens eine halbe Stunde vorheizen, dass der richtig schön auf Temperatur kommt. Wenn ihr keinen habt, dann nehmt ihr einfach euer Blech, lasst das im Ofen auch richtig heiß werden, das geht natürlich schneller. Und dann könnt ihr euch, um den Flammkuchen rüber zu transportieren, nehme ich immer ganz gerne so ein Backpapier. Am besten in der Größe, ein bisschen größer, als ihr es braucht, zurechtschneiden. Dann könnt ihr euch das mit dem Flammkuchen auf ein Holzbrett legen, auf ein Schneidebrett und das dann rüberschieben. Ich habe den jetzt hier etwa, ich würde mal tippen, auf einen Millimeter ausgerollt. Dann packe ich den hier auf mein Backpapier. Das lege ich dann gleich auf meinen Schneidebrett, dann kann ich den nämlich so samt Backpapier wunderbar auf meinen Pizzastahl leiten lassen. So, dann kommt unsere Creme Fraiche drauf. Dann macht das hier nicht zu dick. Das ist wichtig, dass wir das nur schön dünn einstreichen. So, backen wird das Ganze relativ schnell. Je nachdem, wie ihr ihn eben backt, ob ihr einen Pizzastein benutzt oder einfach auf dem Blech backt, irgendwo zwischen 3 und 8 Minuten, würde ich sagen. 8 Minuten ist wirklich schon sehr lange. Den Schinken, den Parmaschinken oder welchen Schinken ihr auch immer nehmen wollt, den gebe ich erst nachher darauf. Den backe ich gar nicht mit, sondern den gebe ich quasi in rohem Zustand da drauf, denn das würde ihm nicht so gut tun im Ofen. Ich schiebe das Ganze jetzt in den Ofen rein, mittlere Schiene.
Was ist das? Fettkuchen. Flammkuchen. So, der erste Flammkuchen war jetzt 5 Minuten ungefähr im Ofen. Super lecker geworden. Jetzt gebe ich meinen Schinken drauf. Ja, den könnt ihr da einfach ein bisschen locker drauflegen. So, und fertig ist der erste wunderschöne Flammkuchen. So, dann schneiden wir den jetzt mal. Das ist genau das Geräusch, was ich haben will. Ja, einen wunderschönen, dünnen, knusprigen Flammkuchenteig. Pizza? Das ist keine Pizza. Gut. Wow. Sehr lecker. So, weiter geht's mit dem zweiten. Ich mache das übrigens so, wenn ich mehrere mache, dann backe ich mir einen vor, lege mir den dann auf die Seite, mache dann den nächsten rein. Und wenn ich den zweiten dann raushole und anschneide, lege ich meinen ersten nochmal ganz kurz rein, damit der schön heiß ist. Und dann klappt das auch wunderbar. Oder ihr macht einfach immer einen nach dem anderen, das geht ja natürlich auch. Ihr könnt euch die jetzt zum Beispiel vorbereiten. Und dann backt ihr einen, esst den frisch und schmeißt dann den nächsten rein. Das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Variante. So, hierauf mache ich jetzt Birnenscheiben. Und dann habe ich hier so eine Ziegenkäserolle. Die reiße ich einfach in kleine Stückchen, muss gar nicht so super klein sein. Und die machen wir dann hier, verteilen wir die auch hier schön drauf. Ziegenkäse und Birne ist immer eine sehr leckere Kombination. Wer dann da noch ein bisschen was Grünes drauf möchte, kann zum Beispiel dann am Ende der Backzeit auch noch ein bisschen Rucola oben drüber streuen. So, das ist jetzt hier mein zweiter Flammkuchen. Dem habe ich ein bisschen mehr Hitze gegeben mit der Grillfunktion. Das hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Duftet sehr, sehr lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schaut euch auch ganz am Ende noch meine Videoempfehlung an. Da ist bestimmt auch noch für euch was Interessantes dabei. Und dann hoffe ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.